So, und da sind wir auch schon wieder in unserer kleinen Westernhütte, nachdem ich wieder hier. Ja, ich möchte ja nicht, dass das asynchron ist, deswegen will ich jetzt öfters korten. Was ist da denn? Habe ich jetzt den richtigen gerettet? Ich habe einfach irgendeinen erschossen. Ach, das war ein Zombie! Ich habe den irgendeinen. Er hat Glück, ich hätte auch die falsche greifen können und aus Versehen den Zombie überleben lassen. Ich habe mir nicht gesehen, wer jetzt wer ist. Muni für die Sniper haben wir wieder. Nein, nein, bleibt stehen. Ey, bleib stehen! Wo? Ich hab gerade hier. Habe ich ihn sauber erwischt? Ich glaube schon. Da laufen nur die Pferde. Bin ich nicht schön? Ich bin so nett zu den Leuten, oder? Ich meine, wenn es um Munition geht, kann ich schon ein ziemlicher Arsch sein, muss ich zugeben. Ich meine, Muni, ne? Kommen noch welche? Ey, Kumpels. Ey, hier waren ganz viele Rowdies und die haben ja welche umgebracht. Wisst ihr? Der war hier einfach so und stand hier und hat einfach so gemacht. Stehen! Schweine! Meine Muni! Muni, so viel Pistole. La 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 la. So. Muni, so viel Pistole. Naja. Schrotflinte nachladen. Also, wenn wir eine Pistole finden, haben wir auf jeden Fall genug Munition. Dann fehlen mir viel zu viele Reiter. Oh, da im Moment, ich kann da jemanden im Wald looten. Genau hier müsste er sein. Da ist er auch schon. Der habe ich auch eben noch erwischt mit der Sniper. Schön. Sogar gestorben. Aber ein easy Tod. Wieder Pistolenmuni. Aber wir verfolgen jetzt unser Ziel und wollen jetzt zu diesem U. Ne? Für Untot. You know? Und deshalb fahren wir einfach diesen roten, kleinen, schnuckeligen Weg. Na, na, mit Nadel und Faden. Lelelelele. Was ist hier jetzt? Ey, da ist jemand, wir kommen wieder, ne? Seth, you okay? What's going on? Er sitzt am Spielkarten, natürlich. Alle sterben am Spielkarten. So muss das. Ich kann hier mit einem Zombie da schmusen. Moses is having a tough time right now. Ain't you, pal? What's going on? We're playing cards. Relax, sit down. I mean, with the undead walking the face of the earth, you crazy dumb bastard. That ain't nothing. Ain't nothing? I seen husbands eating wives, mothers eating sons. Graves popping open and the undead rising up. It sure as shit is something. Oh, boo-hoo. Big tough John Marston is scared of a little undead creature walking around. Moses wouldn't hurt a fly, would you, darling? Besides, this ain't so Psycho ist der Untote da. Folks in Blackwater blaming it on that glass eye you found. Folks! 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 Damn them folks, John Marston! Damn them! And damn you! Get him! Get him, Moses! Get him! Nenn ich mich nun. After all I've done for you, Seth, and I thought loyalty was important to you. You can't hurt me. Moses, get him! Moses ist dumm! Yeah. Get me, Moses. Looks like your dog's lost his bite, Seth. Now what the hell's going on?
The dead have risen, and a virulent plague is turning people into flesh-eating crazies. What the hell you think's going on, genius? But why? But why? Why? Why not? Why not? Why the hell not? Because it ain't natural. Who made you Mother Nature and Mother Superior all at the same time? Who made you, John Marston? Same as made me. Same as made Moses. Is there a cure? These things tend to fade away. Now, if you want to get rid of it, you should go clear the graveyards. Either that, or stop worrying and become one of them. Now, if you excuse us, we got good times to remember. Happy times. Das ist so dumm. Okay. See you soon then, Seth. Come on, Moses. It's your deal. Diamonds are trumps. Come on. Du Dummkopf, er ist untot. Nehme ich mal den Revolver. Tschüss, Moses. Ich kann nicht. Ich kann ihn nicht abschießen. Ach doch jetzt. Du Verrückter. So. What the fuck? Man kann ihn nicht töten, habe ich das Gefühl. Dann renn halt weg. Idiot. Jetzt schießt er auch noch auf mich. Und suchen wir mal die Leiche und hauen jetzt ab. Tschüss. Tschüss, Moses. Viel Spaß noch. Mit dem untoten Toten. Versteht ihr? Untoter? Doch, egal. Oh, eine Riesenbrücke. Los, Pferdchen, erklimmen. Mein Pferdchen ist zu doof, um eine Mauer hochzukommen. So, gleich haben wir es. Yay. Wo reiten wir denn mal hin? Oh. Was habe ich gemacht? Das war keine Absicht, rennt doch nicht weg. Was wirklich nicht. Wo ist mein Pferdchen? Pferdchen! So, Karte. Was ist denn am nächsten hier? Überall so zurück zu deinem Lochpartner. Haus. Blablabla, was ist denn hier? Status unbekannt. Dann reisen wir mal dahin. Da hinten sind ja über die Friedhöfe. Dann reisen wir jetzt einfach bis nach hinten durch und nehmen alles mit, was geht. Würde ich mal so sagen. Wird schon klappen. La 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 la. Wir fangen einfach den Schienen, weißt du? Das ist das Beste. Ich will zum Status unbekannt. In einem unbekannten Land. Unbekannt, unbekannt, wir wollen Linda zum Pferdchen! Das will nicht da, wo ich will, das ist voll dummi. Er ist dummi. Ich will doch nur zu diesem kleinen Örtchen da, wo unbekannt ist. Aber wie komme ich da am schnellsten hin? Einfach hinein, oder? Ja. Da ist es auch, glaube ich, schon hinten, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee, das ist Sand. Da ist überall Sand, also. Doch, das ist doch, das brennt doch da. Schnell abspringen. So, du musst die Osche retten. Habe ich Sniper-Munition? Jo. Rede mit den Überlebenden. Ich komme. Warum ist da ein Fragezeichen? Man weiß es nicht.
Oh, hier sind überall Zombies, sehe ich gerade. So, dann nehmen wir unseren Revolver und kämpfen uns mal durch. Oh. Du blöde... So, jetzt aber. Ey. Ey, da ist einer mit einem... Blöde Kuh! Liegen bleiben. Geht doch! Wieder ein paar weniger. Auf jeden Fall geht's hier gerade ab wie bei Schmidts Katze. Die sind hier alle am Töten. Finde ich aber ganz nett. Denn mehr weniger Zombies heißt weniger ein brennender Zombie. Ich will hier. Los, räum ihn aus. Genau. So. Wir bekommen für irgendwelche Gewehre, aber ich hab die doch alle gar nicht. Ah! Ah! Ich kann hier wechseln. Gut zu wissen. Damit habe ich Muni. Dann nehme ich doch das in der Hand. So, wo sind denn die Überlebenden? Die waren noch da irgendwo. Oh, ich kann ja was looten wieder. So, Muni, 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 Muni. Die auch. Ja, der auch. So. Ah, ich kann doch noch was looten. Aber wo? Da ist wieder so ein brennender Heino. Die brennen ja alle. Was geht denn mit denen? Oh, ganz ruhig. Ich geh mal hin, da geht's irgendwie cooler ab. Hey, da oben sind ja welche. Hallo, Überlebende. Soll ich euch helfen? Müsst ihr nur was sagen? Ruft einfach Hottihü. Hottihü. Bist du die Einzige hier? Einzigste, die Einzige bist du hier, ne? Was sind hier noch Zombies? Ich geb ein paar hier. Ah, da kommen welche, da kommen ja welche. Ich wollte schon sagen, wo sind denn alle hin, ne? Finger weg. Oh, oder auch nicht. Jo. So muss das. In den Schritt schießen und dann ist wieder, dann ist es still. Dann kann sie nicht mehr. Da oben ist auch noch einer. Ich helfe ihm mal. Hey, den drin kann ich looten. Der hat wohl was dabei. Da steht nix. Da hinten ist ein blauer Punkt. Ist das immer noch bei der? Ja. Sicherheit des Ortes. Der ist, glaube ich, gleich gewährheitet. Gewährheitet, was sage ich denn da? Geht weg von meinem Pferdchen, ihr Schweine! So. Aua, aua, aua. Der ist mit unserem Party. Der sowieso. Ich bringe mal die Waffe. So, blöde Kuh. Und blöde Kuh. Ah, wieder ein Ort, der sicher ist. Mann, sind wir gut. Dieser Ort könnte noch. Ich brenne.
Ich brenne! Ich habe aufgehört. Erstmal geht's wieder los, Kisten suchen und aufmachen für Muni. Immerhin haben wir wieder einen Ort gerettet. Ein Ort ist gerettet. Wer ist das? Auf jeden Fall kennen die sich. Also ich habe unterwegs voll viele getötet, ne? So Zombies, Menschen, alles Mögliche. Ne? Ich habe sogar so einen Dicken auf dem Friedhof erlebt. Haben wir nur so, ne? So. Ich wette, ihr Daddy ist ein Zombie. Daddy! What was he doing in the barn? Just rounding up the undead and keeping them safe so the rest of us can go about our business. He's a real man. He's er ist tot, das ist ja schon klar. Daddy, stop teasing me! Now come on now! Ich gehe mir die Lage mal ansehen, ich gehe mit meinem Gewehr raus, wenn die ein paar Schüsse hören, nicht wundern. Only since yesterday. Yesterday? Better go have a look for him. Would you, John? You are kind. Call out to me if you find anything. Ja, ich werde ihrem Vater ich bringe ihnen ein Souvenir mit von ihrem Vater. So. Das klingt ja nicht sehr motivierend, wenn der Vater schon seit gestern mit Zombies in einer Scheune eingesperrt ist. Ich meine, ob er wohl noch lebt. 50-50, ne? So, aber das seht ihr erst in der nächsten Folge von Let's Play Red Dead Redemption. Was da so in der Scheune auf uns warten wird. Bis dann. Tschüss.